Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Dark Souls 2. Und da vorne liegt mein Loot und den hätte ich gerne wieder. Und das müsste doch eigentlich der Loot sein, den ich da letzte Folge einfach mal eben so verloren habe. Oder das ist jetzt nicht irgendwie so, ich habe nicht nochmal Loot verloren. Oder das war schon so, oh, bitte, bitte sag mir, dass ich... Habe ich letzte Folge zweimal? Nein, habe ich nicht. Oder was steht hier eigentlich? Oder für Licht und dann Tod, alles klar, sehr gut. Nee, ich habe nicht zweimal verloren. Hallo? Kommst du? Kommst du? Warst du jetzt nochmal schwer oder warst du nicht schwer? Ich weiß es nicht mehr. Du blockst auf alle Fälle sehr gerne. Okay. Junge, kann ich auch. Willst du nicht mal zuhauen? Na also, geht doch. Jetzt hört sich's wieder so krass laut an. Ich habe gerade einen Soundtest gemacht, weil ich habe einige meiner Sound-Optionen ein bisschen umgestellt, weil ich war immer sehr leise, generell sehr leise, auch im Vergleich zu anderen. Wie zur Hölle kommt ihr da rein? Okay. Im Vergleich zu anderen Leuten bin ich generell immer sehr leise gewesen. Ich wollte einfach mal sicher gehen. Okay, das war ist tatsächlich sehr, sehr gutes Loot. Hey. Ich wollte halt sicher gehen, dass ich endlich mal normale Lautstärke habe. Krieg ich den? Treffe ich den? Ich traue dem nicht. Ich weiß, ich soll den wohl angeblich ignorieren können, aber ich traue dem nicht. Ich habe da einfach Angst davor, dass er dann plötzlich runterknallt und sich so denkt, hallo, da bin ich. Und damit das nicht passieren kann, mache ich das lieber so. Gehe auf Nummer sicher und weiß, dass ich ihn schaffe. Ja, kommst du her? Beifuß? Nicht? Na gut, dann halt so. Dann kriegst du aber die Kleine rein, ne? Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid, Junge? So. Jetzt soll ich immer meine ganzen Großen da verschwinden. Sehr gut. Seelen über Seelen. Die haben 52.000 Seelen. Die wollen vielleicht demnächst mal ausgegeben werden, würde ich behaupten. Eventuell. Oh, hi. Hallo. Na, kommt, you Mama. Flump. Ganz vergessen, dass du mich hier vergiftest. Pfahlstein. Was war ein Pfahlstein nochmal? Habe ich überhaupt jemals einen Pfahlstein bekommen? Dass ich wüsste. Bin ich am überlegen. War ich jetzt da schon unten? Ja, stimmt. Das war nämlich da unten das ganze Giftgedöns. So, genau. Da, wo ich meine Klamotten dann extra ausgezogen habe. So, jetzt hauen wir da noch dagegen. Ist niemand drin? Hat er da mal nicht dagegen gehauen, aber da ist auch niemand drin. Doch, da ist wer drin. Hallo! Wundert mich, dass ich noch wegdodgen konnte. Ich hatte nämlich keinerlei Ausdauer mehr. So. Oh, schön. Der ging leicht tot. Versteinerter Drachenknochen. Jupp, nice. So, was war jetzt hier drin? Wieder so einer. Eins, zwei. Warum habe ich eigentlich nicht meine Chance ergriffen? Und habe den... gebackstabbt. Warum eigentlich? Eins, zwei, Ausdauer aufladen. Drei, vier, fünf. Sehr gut, sehr schön. Ich bin bestens motiviert heute. Hallo, hallo. Du bist böses Ding. Du machst mir alles von meiner Rüstung kaputt. Ich dich mache ihn jetzt vorher dort, damit das nicht passieren kann. So. Ich habe das Gefühl, dass zwischen dem Großen und dem Großen Schweren irgendwie kaum Unterschied ist vom Schaden her. Finde ich ein bisschen krass. Seltsam. Sah irgendwie so aus. Ja, da war der große Typi drin, ne? Der dann so wumm, rums gemacht hat und alles kaputt. Hallo. Ja, ist natürlich scheiße, dass du jetzt da, ne? Willst du vielleicht noch ein bisschen weiter rüberkommen, damit ich dich auch... Na, jetzt bin ich... Damit ich dich auch treffe. Bitte. Uai! Trau dem nicht. Ja, aber ich würde sagen, da kann man nämlich dadurch auch wehtun. Das habe ich mir schon fast gedacht. Uai! Ja. Oh. Was denn? Scheiß blöder Türrahmen.
Oh, ich hasse den Türrahmen. Also so ein bisschen ja schon. Wen habe ich ihn diesmal getroffen? Weil guck mal, ich kann da drauf ömmeln. Oh, jetzt habe ich ihn mal durch den Türrahmen getroffen. Das ist ja episch. Jetzt nicht, weil... Doch. Komm, noch ein Stück. Komm wieder her. Beifuß. Beifuß. Und tot. Nicht nochmal. Okay. Und tot. So, geht doch. War doch gar nicht mal so schwer. Oh, hi. Nein. Mit mir. Warte mal. Also hier ist ja schon mal nichts. Das ist gut. Das heißt, wir machen jetzt noch das nette Ding da. Aber vorher, glaube ich, gehe ich da einmal rein. Machen wir erstmal das nette Ding da. Zack. 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 Oh, willst du runterknallen? Willst du? Willst du? Willst du? Hey. Ja, und jetzt? Ich wollte gerade sagen, wie lange willst du noch blocken? Ach, das ist da. Ja, da will ich nicht nochmal runter. Das Viech, glaube ich, hat mich letzte Folge so zerstört, oder? War das das? Täusche ich mich da? Bin mir gerade nicht so sicher. Ich meine, das hat mich letzte Folge voll zerstört. Dann machen wir das jetzt einfach mal im Fernkampf. Es scheint auch nicht ausbrechen zu wollen, interessanterweise. Will ich zwischen den Dingern... auf das Ding. Will zwischen den Streben durch. Meine Güte. Oh, das ist, ja, das dauert halt jetzt hier ein bisschen, ne? Aber irgendwann ist er tot. Feigling-Taktik ist es doch schön. Nein, ich bin Caster. Ich darf, das ist keine Feiglingstaktik. Das ist, das gehört so. So. Warte, willst du noch ein Bömpchen? Boom! Muhahaha. Sehr schön. Wunderbar. Bestens funktioniert. Haben wir jetzt ja alles aufgeräumt, oder? Da gibt es noch irgendwas. Weiß niemand. Da kann man nur in das Loch runterfallen. Was ziemlich schlecht wäre, was passieren würde. War das letzte Folge schon ganz gut, dass ich vorher die Viecher weggeräumt hatte. Und dann nackt reingegangen bin, um den Loot zu holen. So, und dafür müsste der Schlüssel sein. Vorsicht vor Riese und Finstergeist. Okay, gut, dass ich die Warnung gelesen habe. Ich bin diesmal ganz froh drüber. Ja, ich weiß, Warnung ist immer so eine Geschichte. Und ja, und hm, und eh. Aber noch ist alles gut. Dämmerungskraut. Uah! Lauf! 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 Oh, das hat mir einen riesen Schrecken eingejagt. What the fuck? Oh, ich hab doch eh schon Kopfschmerzen und dann auch noch das. Ich laufe jetzt erstmal ganz weit weg. Dann heile ich mich hoch. Ist in seine Welt zurückgekehrt? Ja, ich weiß, es ist dieses nette Zauberviech, Typi, Gedöns, Dings da, diesen Händler, Gedöns, Dings, was ich den nicht da halt, ne, befreit hab und so, und der ist jetzt böse und schickt mir jetzt so Typis auf den Hals. Was zur Hölle macht das fette Viech jetzt da drin? Bei mir soll's ja recht sein, wenn du da drin rumguckst, aber... Ja... Mach dich nicht Nahkampf, vergiss es. Werde ich nicht. Werde ich einfach nicht machen. Werde dich nie Nahkampf machen. Bin auch nicht doof. Ich trau dir nicht. Du machst mir Angst. Mama? Okay. Das Viech ist tot. Da hat dir die Warnung nicht viel gebracht. Ich bin trotzdem erschrocken wie nochmal was. Alter schimmernder Lebensstein. Sehr gut, nehmen wir immer gerne. Ich glaube aber nicht, dass der Finstergeist zurückgekehrt ist, weil da vorne ist noch immer Nebel. Nö, das ist Bossfight-Raumgedünse. Ob er wieder auftaucht, wenn ich jetzt wieder da nach vorne gehe?
gucken wir mal. Hallo? Hallo? Ja? Finstergeist? Ja? Dickwanz? Ja, haben wir? Butt, 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 Finstergeist. Willst du noch mal kommen? Oh. Oh. Oh, das ist ja richtig schön hier. Ui. Ü. Was hängt denn da runter? Ja, so schön ist es vielleicht dann doch nicht. Ist jetzt, warte mal. Tolle Aussicht, ja, das ist wahr. Jetzt will ich erstmal wissen, ob hier ein Bossfight auf mich wartet. Schild. Distanzkampf wird benötigt. Okay. Ah, 63.000 Seelen. Safen oder nicht safen? Auf der anderen Seite, ich komme hier ja eigentlich immer durch, ne? Nein, ich weiß nicht. Soll ich nicht? Es sind halt aber auch Seelen, ne? Es sind Seelen. Nee. Eine Menge, also Zauberei, viele Zauberei. Aber nutzen wir das nochmal. Das hier war ein Feuer, Magie, Blitz, Finsternis. Komm, wir versuchen es. 63.000 Seelen. Ihr werdet jetzt hier mein Schutzengel, meine Glücksseelen. Och, wenn ich schon Drache lese. Hallo? Oh Gott, der hält ja gar keine Magie aus. Okay. Never mind. Oh Gott. Oh Gott. Au. Au. Ihr habt ja überhaupt... Au! Kein Überblick, was der tut. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haut er mit dem Schwanz zu. Ich kenne die Marotten schon. Nochmal. Nein, not in der Feuer. Er hält halt nicht aus, ne? Au! Nur er tut halt weh. Okay. Wie soll ich? Ich brauche was gegen Feuerschaden. Ich sehe schon. Also das mit den Seelen, das hat sich ja jetzt nur erübrigt. Hochschießen kann ich nicht. Doch, kann ich. Ich sehe halt nichts, ne? Autsch! Ich habe mir schon gedacht, dass er irgendwann zutreten wird. Oh Gott. Fussi! Eine Fussi! Oh, nein, 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 not the fire, 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 not Put, 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 stirb! Oh! Ein Biest! Ein Biest bin ich! Nein, bin ich nicht. Oh, jetzt habe ich noch mehr Kopf als vorher. Drachenwächterseele! Nice! Und eine Mischung aus Nah- und Fernkampf, weil ich habe mir so gedacht, boah, guck mal, wenn der da mit seinen langen, sehr, 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 sehr langen Hals da Feuer nach vorne spuckt und ich aber unter ihm bin, dann bekomme ich keinen Feuerschaden ab. Muhahaha! Sehr gut! Der war ja einfach. Oh, jetzt habe ich noch mehr Kopf als vorher. Ah, der war cool. Schöner Drache. Steht hier. Gelobt sei die Sonne. Ja, aber Sonne und Licht ist nicht gut, wenn man Kopf fährt. Ja. Gelobt sei die Sonne und gelobt sei die Sonne. Sehr gut, ja. Oh. Hallo? Ist hier jemand? Ja, hier liegt was. Drachenschuppe. Und hier ein Fahrstuhl.
Mal gucken, wo uns der hinfährt. Nach oben. Ich hätte jetzt eher vermutet nach unten. Ich mag, das ist schön. Okay, gut, das in der Ferne sieht jetzt nicht so schön aus. Dunkel. Angst. Oh, Licht. Hallo. Aha, dunkel. Licht. Dunkel. Okay, lassen wir das. Oh, das wird immer schneller. Oder? Täuscht das. Ihr wird schlecht. Hört auf. Ich schalte dann mal auf den Boden. Das funktioniert auch nicht. Das sieht man auch, die Texturen an der Wand. Hallo? Can I have a Leuchtfeuer, please? Mach mal auf hier. Mach auf. Was? Nein! No, Ich habe ihn nochmal ausgelöst. Das habe ich aber gut gemacht. Ach, verdammt nochmal. Aber guck mal, wie viele Pfeile ich schon unter meinem Lebensbalken habe. Die ganzen Erhöhungen, die ich immer so mit dabei führe. Ach Mensch, ich will nicht nochmal nach unten fahren. Berge sehen jetzt nicht so gut aus. Okay. Und wieder nach oben. So. Und jetzt nochmal final nach oben fahren. Fahrstuhl fahren mit Julia. Machen wir irgendwelche Fahrstuhlmusik, ne? Das wäre doch toll. Ich habe im Übrigen kein Estus-Flakon mehr. Das ist nicht gut. Kein Estus mehr, das ist doof. Ich will mehr Estus. Eieieiei. Und wir fahren nach oben und oben, nach oben, oben, oben. Ich habe nur Schwachsinn heute im Kopf. Ihr merkt schon, ne? Wunderbar. Sehr schön. So, und jetzt, wenn es da aufgeht. Ja, warte mal. Auf. Ja. Dann raus. Oh, geschafft. Oh. War doch gar nicht mal so schwer. Ja, aber den Hebel zum Fahrstuhl rufen. Oh Gott, hier sind so viele Geräusche. Das gefällt mir nicht. Hallo? Ist hier jemand? Ich hätte doch mal gern Leuchtfeuer, plus. Aha. Drachen. Sehr gut. Drachenhorst. Greifen die mich an? Da muss doch jetzt ein Leuchtfeuer sein. Oh Gott. Also sind das jetzt... Wow. Also greifen die mich jetzt an oder nicht? Ich sag jetzt einfach mal nein. Hallo. Bearer of the curse. Hi. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. Alte Feder. Do not resist. The dragon welcomes you. Okay, ich soll nicht widerstehen. Der Drache heißt mich willkommen. Heißt das jetzt, dass die da oben nicht mich jetzt hier alle töten wollen? Eventuell? Warte mal. Oder habe ich das blöde Gefühl, dass ich das nicht hier finden werde? Sondern hier vielleicht? Nee, muss wohl doch da drin sein. Okay. Ich sollte mal alles durchlesen, was ich überhaupt habe. Ich sehe dann das Lesen. Ja. Gerade Vorkämpfer. Opferschwanz von Rattenkönig. Opferschuppe für den Drachen. Sieg über andere Herrscher. Bla bla bla. Ach, ich lese das jetzt nicht alles durch. Wo ist denn das? Drachenwächterseele? Achso, ja, das sind die Seelen. Soll ich nur einfach immer unten auf den Namen schauen? Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich zwischendurch auch auf das schaue, was hier steht. Da ist mein Köderschädel, rostige Münze, Silber. Da ist mein. Bin ich jetzt blind? Da! Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer. Ah! Warte, das verbraucht sich nicht.
Oh mein Gott, oh mein Gott, ist es wie ein Heimatknochen? Nur unver... Oh, warte. Eine alte Vogelfeder ermöglicht die Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer, an dem ihr euch ausgeruht habt. Kann wiederholt... Oh mein Gott, das ist ja episch. Das von der Welt weggesperrte Drachenkind ersann allein aus dem Anblick einer Feder eine Welt endloser Möglichkeiten. Oh mein Gott, das ist ja episch. Boah, ich brauche gar keine Heimkehrknochen mehr. Das ist cool. Das ist richtig nice. So, ihr Lieben, aber ich verabschiede mich für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.